Jojo, und willkommen zur nächsten Folge Baro zusammen mit dem Balui. Hallo, hallo, ich bin Balui und ja. Server, genau. Wir haben nämlich große Pläne und es ist immer noch derselbe Tag. Wir hatten eigentlich gesagt, dass wir die Folge am nächsten Tag aufnehmen, aber das war eigentlich schwachsinnig, weil wir dachten uns, der Server ist gerade so leer. Oh, ich komme halt nicht drauf. Oh, das war der falsche Server. Ich bin total banal. Ey. Ich wollte gerade auf Craft Attack drauf. Okay. Das war nicht gut. Und wir haben uns gedacht, weil der Server gerade immer noch so leer ist und wir hoffen, dass jetzt auch keiner joint, haben wir uns gedacht, wir nehmen jetzt noch eine Folge auf und holen jetzt ein bisschen Stuff unten in der Mine. Ein bisschen productive. Und wir holen jetzt Diamanten, meinst du wohl? Direkt instant Ader mit 6 Diamanten mindestens. Ja, klar, normal. Ne, 7 wäre besser. Dann können wir nämlich Verzauberungstisch plus 2 Schwerter. Direkt auf die Vollen hier. Ja, so. Natürlich. Und dann gehen wir morgen dann in Nether und dann und direkt XP und Tränke. So. Ja, easy. Willst du das Eisen hier verteilen? Dann gebe ich dir das mal. Ich habe jetzt soweit genug. Ich kann dir nochmal eben einen Helm machen. Ja, ich brauchte generell einmal Full Iron, bitte. So. Und vor allen Dingen, 2, 3 Pickaxe wären geil, wenn wir da unten jetzt meinen wollen. Und ein bisschen Holz verfackeln. Ja. Irgendwie hast du alle unsere guten Sachen. Das habe ich alles reingetan eigentlich. Soll ich dir die Kohle da reinschmeißen? Dann kannst du selber... Beanstone habe ich auch. Auch am Braten. Ich mache nochmal hier in den Ofen hin eben. Vielleicht sind wir dann ein bisschen schnell. Team Rote Rächer. Das ist so ein funny Name. Hammer Name, ohne Witz. Wir sind die Roten Rächer. Du bist der Feuermagier Rächer und ich bin der Rotpilz Rächer. Ja. Ich dachte mir einfach so, yo, das ergibt einfach voll Sinn. Habe ich lange drüber nachgedacht. So eine halbe Stunde auf der Arbeit. Okay, ich habe dir mal einen Stack Kohle dagelassen. Du brauchst noch eine Pickaxe, sagst du? Ja, mehrere am besten, mehrere. Mach mal. Aber Essen wird schon wieder knapp, ne? Wir noch 6 also Fleisch. Ich hab 7 im Inventar. Ja, dann nehme ich mir die 6. Dann sind wir ungefähr gleich. So, aber ist trotzdem. Ja, gut, für diese Folgen wird das reichen. 2 Stück, ja, dann habe ich jetzt 2,5. Aber wir werden einfach so die nächste Folge oder so. Also, wir dürfen nicht so viel. Nicht so viel sprinten oder so oder nicht so viel hüpfen am besten. Nee. Und dann können wir die nächste Folge oder die übernächste halt nochmal irgendwie gucken, wie es mit dem Essen aussieht. Dann können wir uns da nochmal ums Essen kümmern. Ich gehe schon mal runter und farme mal ein bisschen, ja? Also schon mal. Jupp. Du weißt meine Treppe so grob, wie es runtergeht. Ist die ein bisschen ausgeleuchtet? Willst du dann einfach die da unten irgendwo reinbuddeln oder was? Ja, würde ich sagen. Soll ich alles mitnehmen? Ja, wenn du kannst, wenn du genug Platz hast, dann mach das. Hast du deine Rüstung fertig? Nein, ich hab nur Helm. Was fehlt dir noch? Hose und Schuhe. Okay, dann mach ich dir noch Hose und Schuhe und bring dir die mit. So, Freunde, auf welcher jetzt? Ich darf ja jetzt F3 einblenden, ist ja egal so. Ja, genau. Auf Höhe 25 ist der Boden der Schlucht, genau. Deswegen sind hier nämlich auch noch 0 Dias. Muss ja eh ausblenden, sonst sieht das ja. Oder? Sehen die? Obwohl, ist das egal? Ich weiß gar nicht genau. Wäre schlauer, es auszublenden, taktisch gesehen. Ja, wird halt verkrisselt dann oder so. So, jetzt gucken wir mal, dass ich hier. Ich werde dir einen Fackel als Hinweis hinstellen, wo es hergeht. Und du musst dann einfach die nachher abbauen, ja? Wenn du mir hinterherkommst. Ich baue hier schon mal alles ab. Höhe 13 oder so, ist das Beste, ne? So, Kisten. Ach, sogar Kisten Protection ist sogar da drauf, nice. Automatisch? Sound. Ja. Dann gerade Kisten Protection wurde aufgehoben. Ich nehme mal direkt die Fackeln mit, weil die Fackeln sind super wichtig irgendwie. Zumindest jetzt gerade noch. Ja. Und ein paar lasse ich mal lieber hier stehen, so ein bisschen. Wenn ich von Creepern gejagt werden. 13 und gib ihm. Ey, wo ist er, der Bluey? Mit Fackeln hast du es ausgeleuchtet. Ah, du gehst da einfach runter, ne? Ja. Ah, du buddelst dich ja total random irgendwo hin, ne? Okay. Ja, ja, ist ja am sinnvollsten, meinst du nicht auch? Gut, dann mach ich das einfach mal zu, ne? Ja. So. Zack, zack, zack. Und hier machen wir auch nochmal so. Ich glaube, das sollte jetzt ein bisschen schwerer zu finden sein. Gut, gut. Jetzt habe ich die falsche Stelle zugebaut, ich Dummkopf. Machst du die Seitengänge, dass du da reinbuddelst und guckst, ob es da was ist? Ich mache einfach jetzt mal einen Straight Gang und dann gucken wir mal, ob wir Glück haben. Ich mache jetzt nochmal eben hier so. Isle Cleanstone, dann mache ich das gleich mal zu. Ich mache aber hier die Seitengänge. Soll ich einfach direkt. Nee, neben dir buddeln ist Schwachsinn. Ich buddel mich einfach Du machst Richtung. Einfach, weißt du, hier so, pass auf. Du machst so und dann alle 2 oder 3 Blöcke machst du so rein. Oh, Lapis Balui, schon mal das Wichtigste gefunden, was es gibt. Oh, geil. Geilo. Geilo. Gib wenigstens XP. Oh, folgendes. Ich muss dir noch was geben, damit du hier überlebst, warte. Hier deine Rüstungsteile. Ah, Schanke Dön. Bitte, bitte. Also, du machst einfach nur, weißt du, hier, du machst einfach so, machst 1, 2, soweit du gucken kannst.
und so weiter deine Pickaxe reicht, dann machst du 2 Abstand oder 3 Abstand. Je nachdem, ich glaube, man sagt, wenn du schnell Dias finden willst, musst du 3 machen. Wenn du gründlich Dias finden willst, machst du 2 Abstand. Das ist halt, dann hast du die Chance, dass du nichts verpasst. Ein Block weggeklatscht, direkt Redstone. Ja. Redstone, naja, das ist jetzt, Alter. Ja, nicht ganz das Wichtigste. Aber vielleicht wird es irgendwann notwendig. Jetzt haben wir zumindest Redstone für was. Ja, ich habe Eisen gefunden, yay. Eisen ist auch gut, nein, du aber brauchst Eisen dich brauchen nicht. Achso, du hast das jetzt gemacht wegen dem Redstone. Ja, alles gut. Ich habe nichts gesagt. Komm schon, eine Dia-Ader, ey, komm, jetzt dritte Folge, Full Dia, bitte. Ach, du buddelst einfach so rein, okay. Ja, ich habe das jetzt, weil da Eisen war, ich wollte es mitnehmen. Ah, nicht, okay, ich dachte, du willst richtige Tunnel da reinmachen, du guckst einfach nur, ob nee, genau, was ist, ne? Ich guck, ob einer guckt. Ah, Eisen, sehr gut. Naja, bald können wir Eisen schon liegen lassen eigentlich, so, wenn du so drüber nachdenkst, von dem Zeitfaktor her. Ja, wäre halt geil, wenn man Eisen essen könnte, ne? Ja. Ohne Witz. Okay, komm schon, Dias, bitte, bitte, bitte. Nehmen wir mal hier eben den Cleanstone. 1, 2, 3. Falls nämlich in der nächsten Folge irgendjemand sich denkt, oh ja, Ruppels und Palui, die können wir doch mal wegschnecken und dann irgendwie da oben in der Höhle sind. Dann sollen sie kommen, die haben bestimmt noch nicht so viel. Also wenn jetzt schon Leute uns snacken wollen, ne, dann haben die mit Sicherheit noch nicht das Gear, was wir haben. Und dann haben die irgendwelche Drogen genommen. Genau. Wenn die uns wegsnacken wollen, weil what the fuck. Sollen sie mal probieren. Was denkt ihr eigentlich, wer ihr seid, hä? Genau. Denkt ihr, könnt's mit uns aufnehmen, oder? Ja, MC Expert und so. Ach nee, sind ja nicht mehr da. Ja, aber Toby Nation ist noch da, ne? Also da müssten wir ein bisschen Angst vor haben. Wenn er denn auf die Idee kommt, uns wegzusnacken. Toby, wenn du das hörst, please snack uns nicht weg. Okay, das war ein bisschen dumm, sowas zu sagen. Ja, Battle halt. So fall vor ihm auf die Knie und sag, bitte nein. So eine, so, bitte los. Snack mich so weg, wen please. Anders als uns. Ist das hier 12,5 oder wo sind wir hier? Ja, 13, glaube ich. Ah, 13 geht auf. Ach, komm schon, ey. Nicht immer nur Eisen. Kohle, warum denn nicht? Man weiß ja nie, wann die uns mal ausgeht. Ja. Redstone. Ich höre Wasser, das heißt, hier könnte irgendwas in der Nähe sein. Redstone ist eigentlich total useless, außer für Level. Ja, aber dafür allein lohnt sich schon. Ansonsten ist Redstone halt dafür da, wenn du jetzt so ein Trap-Bauer bist, aber... Aber... Ey, also das ist total aufwendig irgendwie. Also ich würde zumindest... Also ich wüsste jetzt nicht, in welcher Situation wir uns das erlauben könnten. Dias! Yes! Wirklich? Ja, hier hinten. Ich habe einfach hier random rumgebuddelt, weil ich hatte hier ein bisschen Kohle gefunden. Sauber! Wie viele? Dias, Alter! Weil ich buddel gerade ein bisschen drum rum, falls hier irgendwo Lava ist. Ich will absolut nichts riskieren. Ja, nice. Auch immer die nicesten Vibes. Wir haben... Aber, Alter, haben wir ein Glück? Das gibt's schon gar nicht mehr. Ich glaube, 1. Hör mal, da gehen wir schon Leute wegsnacken, so. 4 Dias, Alter. 4? Ah, 4. Also ist ja schon eine schwache Ader, aber ist okay. 2 Dias-Schwerter reicht. Sollen wir 2 Dias-Schwerter oder eine Diamant-Pickaxe machen? Ja, weiß nicht. Weil die Dia-Pickaxe wäre halt nur sinnvoll für einen Verzauberungstisch und da ist wieder die Frage. Also ich denke, im Moment müssen wir noch ein bisschen auf Safe gehen, deswegen sollten wir das Schwert daraus machen. Schwerter, ne? Auch wegen Monstern und so. Ey, wir haben jetzt so früh Dias gefunden, dann werden wir safe auf jeden Fall noch Dias finden. Und wenn nicht, dann sind wir einfach die größten Pechvögel in ganz Varo. Wenn wir jetzt keine Dias mehr finden sollen. Ja, das stimmt. Also, wenn uns jetzt wirklich jemand angreifen sollte, sind wir halt mit den Dias-Schwertern dann schon mal ultra gut dran. Wenn wir jetzt noch einmal Dias finden, direkt Verzauberungstisch, dann oben an der Oberfläche, Viet suchen. Aha, das klingt so falsch. Ein bisschen. Und dann Bücher und gib ihm, ey, dann ist doch hier Holland in Not für die anderen. Ey, Baloui, my friend. Hey. Where are you? Hey, hier. I found some diamonds. Ja, so krass, ey. Diamond sword for you. Voll der Lackei. Ey, Brother. Ich hab schon ganz viel Lapis Baloui. Das ist ja auch das wichtigste Element. Ihr denkt dran, ne, wenn ihr irgendwie bei anderen Leuten da im Kanal seht und die sagen Lapis Lazuli, dann direkt drunter schreiben, nee, das heißt Lapis Baloui. Lapis Baloui. Ja. Das will ich nicht noch einmal hören, dass das Lapis Lazuli oder so heißt. Kann sowieso keiner aussprechen. Lapis Baloui ist viel geiler. Lapis Lazuli. Ich glaube aber, Lapis Lazuli gibt's sogar, ne? Ja, natürlich. Ich hab irgendwann mal gegoogelt und dachte mir so, what the fuck? Das ist einfach ein blauer Stein. So wie hier. Ich habe was aus Minecraft gelernt. Yes, gibt blaue Steine. Und ihr habt jetzt auch gerade was dazugelernt. Ist das nicht toll, Freunde? 10 Gummipunkte. Könnt ihr in der Schule morgen angeben. Ich weiß, was Lapis Baloui ist. Ich habe bei einem YouTuber gelernt, dass Lapis Lazuli wirklich ein Ding ist und es das nicht nur in Minecraft gibt, ein Tod. Ja.
Alter, was? Sag mal, hier meine, ich habe jetzt noch eine Eisenpickaxe, die ist schon nur noch drei Viertel da. Ich habe jetzt eine Idee gerade. Ja? Mach mal Folgendes. Benutze mal nicht deine Eisenpickaxe dafür. Ich weiß nicht, ob das alles total... Alles andere dauert zu lange. Aber das... Ja, stimmt, es dauert... Nimm ruhig die Eisen, wir haben genug Eisen. Ach, oder, wie viel Eisen hast du denn jetzt noch? Ich habe jetzt gerade 20 Eisen und 30 noch ungeschmolzen. Ja, siehst du? Ah, nimm nicht, wir müssen Eisen sparsam sein. Nee, wird schon eng. So, kleiner Band. Voll der kleine Sparfuchs, ey. Ja, immer, das spaßt aber am falschen Ende, als ob unsere Rüstung kaputt geht, dass wir noch Eisenmangel haben und dass wir, als wenn wir hier nichts mehr an Eisen finden. So klingt das bald schon. So, nee. Wir können sogar ein Eisenhome machen, einfach aus Spaß und nach Freude, damit die Leute, die uns töten, denken, what the fuck? Ja, warum verschwenden die Platz damit so? Genau, das mache ich sowieso, so einfach ganze Inventar voll Eisenhose und dann kriegen die nämlich den guten Zeug von uns nicht. Du hast Eisenhuren gesagt? Eisenhose, ja. Haus, geh out of Haus. Das ist die eiserne Jungfrau. Ey, komm, noch ein Dia wäre doch jetzt mal drin, bitte. Ja, das wäre schon geil. So, jetzt haben wir, ne, die Folge ist jetzt so weit, dass ich an dem Punkt angekommen bin, wo ich gesagt habe, lass uns einfach irgendwie... Random, pass auf, ich buddel jetzt random durch die Gegend und du machst einfach hinter uns dicht. Okay, warte, dann grab ich nochmal eben den Scheiß da hinten. Weiß nicht, ob da, war da noch irgendwas? Oder soll ich einfach wirklich hinter uns dicht machen? Du machst einfach hinter uns dicht, irgendwie. Und musst die Fackeln abbauen, ne, hinter mir. Und ich baue dann jetzt einfach straight, einfach kreuz und quer. Und du machst einfach, ach du Scheiße. Was passiert? Da ist Lava unter mir direkt. Alter. Aber gut, dass du es sagst, weil... Wir haben noch keinen Wassereimer, ne? So eine Kacke. Und wir sind gar nicht auf der Ebene, auf die ich es wollte. Ich könnte einen Wassereimer machen, wenn du willst. Ja, Eimer wären generell ganz nice. Ja, einfach mal zwei. Ja, mach mal. Uno dos. So, jetzt bin ich auf der richtigen... Oh, hier ist direkt eine Höhle. Das könnte bedeuten, dass wir nochmal Dias finden. Ich glaube, ich nehme das Redstone einfach mal aus Prinzip mit. Nicht des Redstone-Willens, sondern wegen den Leveln. Du passt auf, dass du mir da jetzt nicht in die Lava hüpfst, ne? Schon nee, vorsichtig. Ich bin ganz langsam. Ich guck mal eben, was... Ach, wahrhaftig, Dias. Wahrhaftig. Wahrhaftig. Sauber, Junge. Was geht denn hier ab? Und da ist noch ein Creeper. Creeper, ich schwöre dir, Alter. Wenn du das Dia in die Luft jagst, ne? Alter, ich dann raste ich so aus. Ultra vorsichtig, Alter. Ich raste so aus. Nein! Oh. Hat er? Was ist das denn? Die machen gar keinen Schaden. Also, irgendwas ist aber mit den Creepern nicht richtig eingestellt. Die machen keinen Block-Damage. Guck mal, ich hab einen Lava-Eimer, bitte. Oh, geil. Schau mal, direkt okay, nächste PvP-Waffe. Warte, vorsichtig, ne? Da könnte Lava drumherum sein. Und da oben ist noch ein Creeper. Nicht, dass der da auf uns zurennt. Oh. Nur, dass du Bescheid weißt. Ich halte den... Willst du das Dia-Zeug? Ja, ich guck mal, wie weit die Ader so geht hier. Guck mal, jetzt kann der Creeper nicht kommen. Gut. Jetzt, so safe. Ach, schade, das sind... Ach, okay, bitte, ey. Oh, das sind jetzt wirklich nur zwei Dias. Ach, komm schon. Ob, einer Junge. Mehr hätt's ja wohl getan. Oh, das hätte euch doch jetzt echt keinen Beinbruch gekostet. Oh, das kostet aber. Das ist jetzt wirklich asozial, Mann. Meine Güte, ist das traurig. Scheiß drauf, ich habe noch Lapis gefunden. Auch noch gut. Ja. Unendlich viel. Aber die Höhle ist auch noch nicht zu Ende, ne? Hier, also hier geht's ja, hier ist Gold direkt instant nochmal. Gold nehme ich auch mit, ne? Oh ja, auf jeden. Könntest du neue Pickaxe machen, irgendwie so? Ja, mache ich. Ich mach mal hier hinten so ein bisschen so ein kleines Basiscamp. Boah, das wäre so traumhaft gewesen, wenn jetzt einfach drei Dias. Ey, komm schon, die Höhle ist doch noch längst nicht zu Ende. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Anderthalb Minuten mal, etwa. Ja. Genau. Boah, ey, dann haben wir hier so eine... Gott, die geht auch auf der unteren Höhe immer weiter. Ich will nicht aufhören. Scheiße, ey. Aber zumindest haben wir hier eine Höhle gefunden. Das heißt, es ist die perfekte Voraussetzung für die nächste Folge. Komm schon, bitte. Ich will jetzt noch... Ich renne jetzt gerade mal ganz fix einmal die Höhlengänge ab. Soweit ich es sehen kann, da ist noch Gold. Hallo, Bro. Hey, ja? Bro. Da ist dein Schankedön. So. Okay, warte, hier unten könnte noch was... Alter, das wäre so geil. Also ich will nicht da in diese Richtung von dem Creeper laufen. Ein bisschen zu risky. Oder so ein Spawner oder so eine Kiste mit Spawner wäre auch ultra geil. Ich muss mal wieder essen. Cooles Zeug drin. Warum sprinte ich eigentlich so viel? Das ist total dumm. Über uns ist Gold überall. Gold ist hier echt ohne Ende. Das holen wir uns später. Wenn ich aber ist noch nicht so, also bringt noch nicht so ultra viel. Wir haben ja auch noch gar keinen Apfel leider. Nee, aber ja, aber pff. Ja, aber Dias sehe ich jetzt gerade soweit noch gar nicht. Nee, also die Höhle ist auch gar nicht so groß, oder? Da geht's noch zum Creeper quasi. Die scheint irgendwie immer sich im Kreis zu drehen, die Höhle. Wenn ich das hier sehe. Nee, schade. Komm mal her, Creeper. Los, ich kill dich einfach, du kleiner Lümmel.
So, aber dann lass uns mal, es müsste jetzt jeden Moment soweit sein. Lass uns mal irgendwo zusammen treffen. Uns wegs zusammen safe einbuddeln. Ich glaube aber hier ist wirklich... Oh nein, oh ernsthaft? Oh Gott. Ja, ich bin hier bei dem Basiscamp, hier ganz am Ende, bei der Lava, wo du den ganzen Cobblestone gesettet hast. 15, 10, ich bin bei dir, aber hier ist, ja. Hey, schnell, komm rein! 4, 3, 2, ja, ich bin in der Wand. Okay, sehr gut. Machst du das gerade mit Cobble zu? Ha, ist egal. Easy, scheiß drauf. Ja, wow. Aber mal Kniestone hatte ich sogar noch. Das war knapp. Wow. Diesel, die Diesel, Alter. Yes. Wow. Okay, wow, was wir schon haben. War aber auf jeden Fall erfolgreich. Und ich würde sagen, ja, in der nächsten Folge versuchen wir dann noch irgendwie ein bisschen weiter zu machen. Ja, aber die Höhle hat viel Potenzial. Mal gucken, was da so. Vielleicht sehen wir das nur noch nicht alles. Wir hatten jetzt nicht die Ruhe dafür. Wir können es leider erst in ein paar Tagen aufnehmen. Und das Ding ist, ich hoffe doch sehr, dass wirklich niemand die Höhle findet. Weil wenn jemand die Höhle finden sollte, dann sind wir richtig am Arsch. Ich denke nicht. Ich denke, wir sind so gut ausgestattet, dass derjenige, der die Höhle findet, erstmal dicke Probleme hat. Er müsste uns halt spawn-trappen. Ey, wir haben schon Lava-Eimer, wir haben Diaschwerter, was wollen die denn? Können gar nichts. Ich glaube, wir sind relativ safe. Und falls ihr genau dasselbe denkt, dann schreibt doch mal eure Meinung unten in die Kommentare oder lasst doch mal ein Like da. Ich denke, dasselbe zählt für den Balui. Ja, bei Balui vorbei, unten in der Beschreibung. Ich würde sagen, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss. Tschüss.